Aber es müssten echt noch so 10 Sekunden, wenigstens 10 Sekunden Vorbereitungszeit sein. Ja, warten wir hier erstmal ein bisschen. Ja, komm, ja, komm, 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 komm. Mach die Hex aus, mach die Hex aus. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Jump League. Mich hat's mal wieder zu Jump League getrieben und wir fangen mit diesem Sandstone Part an. Boah, ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht fail. Weil bei diesem Part kann man auch schon ganz schön failen. Und dann regt er echt auf. Zack. Haben wir jetzt schon mal zwei Sachen für unsere Rüstung. Und wir haben den Part auch fast. Erster Lever, nice. Good, good job, good job. So, dann sind wir jetzt bei Modul 2. Das ist auch ganz easy, der Part. Ist der Wolle-Part. Ja, komm, der geht. Ist nur ein bisschen langwierig. Dann ist hier der eine Sprung. Wenn man den verkackt, dann muss man alles nochmal machen. Zack, so. Zweimal Boots. Ist nice. Auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt ist er auch schon zu Ende. Oder kommt noch ein? Nö, kommt keiner mehr. Gut, dann kommt noch so einer, der sehr langwierig ist. Zwei Lever haben wir schon. Zwei erste, zweite Part, der zu Ende war. Aber die Parts sind halt mal wieder so richtig lang. Es sind genau die hintereinander, die sehr lang sind, aber auch eigentlich nicht schwer sind. Nur durch ihre Länge, wenn man dann zwischendrin einen Leichtsinnsfehler macht, ist man direkt weg. Und jetzt haben wir den Part. Ja, da finde ich den einzig schweren Sprung ist der da oben. Der zu diesen Leitern. Beziehungsweise zu diesen auch schon. Den hier schafft man mit so einem Sprung vorher. Okay, haben wir schon mal drei Teile, aber noch keinen Brustpanzer. Ist noch nicht so gut. Aber ich denke mir, der Brustpanzer will ich auch noch finden. Wenn nicht, fände ich eine Entschädigung als Steinschwert auch ganz nice. Ja, nice, wir haben den Brustpanzer. Nice, gut. Nur noch sechs. Nein, das meinte ich mit Leichtsinnsfehler. Das war echt der leichteste Sprung im ganzen Modul. Es war einfach nur ein. Ah nein, jetzt fällt ich hier. Es war einfach nur ein Einser-Sprung. Und dann laufe ich einfach nach vorne und fällt natürlich. Und dann, wenn ich einmal so weit war und dann gefällt habe, dann fällt ich immer weiter vorne. Nice, den haben wir jetzt auch nochmal gemacht. Soweit ich weiß, kommt da glaube ich noch einer. Ja, der letzte. Nein, der letzte ist so mies schwer. Das ist so ein ganz weiter Sprung. Komm, ich will den jetzt auch schaffen. Wir sind erst beim vierten Part oder so. Heute läuft es nicht so gut. Ich habe letztens mal wieder eine Runde gespielt, zehnter Part. Würde mir das mal in der Aufnahme gelegen, wäre das schon mal ganz nice. Hätte man das mal im Kasten. Da hätte ich auch mal ein bisschen Skill auf meinem Kanal. Ach, schon wieder nicht. Und das ist einfach der letzte Sprung. Das ist so mies. Vorher, das ist ja eigentlich voll easy, aber es ist wieder so ein langer Part. Ganz am Schluss ist dann so ein mieser Vierer-Sprung. Keine Ahnung, wie viele Blöcke das sind. Müssen ja mehr Blöcke sein, weil man fällt ja runter.
Aber das ist einfach so mies. So. Nein, schon wieder zu früh. Das merkt man einfach schon direkt. Einer ist schon ein Part weiter wie wir alle. Nein, schon wieder. Aber wir sind alle eigentlich bei der gleichen Stelle. Und ich wette mit euch, ich bin der Einzige, der so ein schlechtes Equipment hat. An dieser Stelle. Weil es ist ja eh wieder klar. Andere bekommen hier schon Steinschwerter und ich. Ich sitze mit meiner Steinaxt hier. Und ich schaffe den einen Sprung. Leute, wir sind doch alle beim gleichen Part, oder? Ich war gerade. Nee, der Aue, der ist ganz vorne. Komm jetzt mal, ich will den scheiß Sprung schaffen. Immerhin fail ich hier nicht, weil hier wäre es auch noch mies, wenn man failen würde. So. Nein, wieder zu früh, das habe ich schon gemerkt, das merkt man. Man merkt, man könnte noch so einen Zentimeter weiter hinten abspringen. Aber in dem Moment kann man halt dann auch nichts mehr machen. So eklige. Ich dachte gerade so, jups, was für ein Dialekt ist das denn? Jumps, ja, ist echt mies. Ich hoffe nur, dass ich jetzt einmal wenigstens den Part schaffe. Ja, jetzt habe ich es. Nice. Das merkt man direkt, dass man weiterfliegt. Also. Ich will jetzt wenigstens noch Modul 6 bis zur. Ich will gar nicht beenden. Ich will einfach nur zur Kiste kommen. Nice. Nichts drin. Nice. Jetzt sitzen wir hier mit einem Holzschwert. Und können ins Deathmatch ziehen. Nice. So. Ah, jetzt bin ich schon. Ich war gerade unten. Gut. Zack, hier hoch. Der Part hier zieht sich auch. Aber hier. Könnten wir hier nicht auch noch an die Kiste kommen? Ich weiß. Ist die Kiste hier unten drin? Ja, die ist hier drin. Nice, wieder nichts. Ach so. Ah, da können wir eh nichts machen. Sprung ist eh viel zu schwer. Wenn wir jetzt wenigstens. Ernsthaft jetzt schon wieder so ein Zweiersprung. Und jetzt laggt es natürlich das Bug drum. Es hat einfach rumgebuggt. Da sind wir nochmal runtergeflogen wegen den Bugs. So, jetzt haben wir es. Das haben wir aber niemals im Leben noch. Nein, das haben wir nicht mehr. Gut. Dann legen wir schon mal die Rüstung an. Das auf die 3. So. Und wir haben jetzt auch ein bisschen. Ja, als ob der direkt neben mir spawnt. Ja, als. Der spawnt aber neben mir und kann mich abstauben. Wartet dann erstmal noch schön. Ja, wart mir mal ein bisschen. Ich war gerade mal beim Inventar sortieren. Man müsste echt auch eine kurze Vorbereitungszeit haben. Ja, komm, da habe ich keine Chance. Ich habe einfach nichts. So, ich muss auf jeden Fall alles schon mal 10 Sekunden wenigstens. Wenigstens 10 Sekunden Vorbereitungszeit sein. Ja, warten wir hier erstmal ein bisschen. Ja, komm. Ja, komm, 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 komm. Mach die Hex aus, mach die Hex aus. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss sowas von hier weg. Aber ich hab's, glaube ich, geschafft. Ich hab ein bisschen bessere Rüstung. Zack, so. Der Aue, war der ganz vorne? Ja, ich glaube mal. Ah, komm, bitte, bitte, bitte. Was? Ich konnte ihn am Schluss nicht mehr hauen. Gut, nice. War aber trotzdem eigentlich eine ganz gute Runde. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut morgen wieder vorbei.
Tschüss.